Hey, du hast auch eine? Ja, die Platte. Wo fahren wir jetzt hin? In den Müggelberger. Und was probieren wir da? Fahrradfahren. Bescheidenes Wetter, aber. Service jetzt, ja, ja. Service, Service, immer Service, immer Geld, 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 immer Geld, Geld. Jetzt wollen wir erstmal Spaß jetzt. Also wir fahren jetzt in die Müggels. Müggels. Ich nur als Beobachter und Unterstützungsposten. Heute ist auch echt nicht mein Wetter. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei so einem Wetter, da bin ich früher vielleicht mal gnadenlos gefahren, aber vollen Regen. Naja, gucken wir mal. Sessin. Alter, was für ein Scheiß, ey. Ich muss so lachen, ey. Wo ist Sessin? Hast du mal angefangen jetzt? Was? Wo ist Sessin? Hab ich doch durchgeguckt schon. Ach. Ja. Den hab ich mir doch schon mal durchgeguckt. Das, ey, das war so kacke. Ja, dieses Scheißkind, was da so sitzt. Papa, Bunga. Und dann schwupp, weg, Spülgang. Du bist der neue Wu. Aber ich will nicht. Doch, nur so kannst du deine Familie beschützen. Okay. Alle Familie tot. Das ist der Preis, den du dafür zahlen musstest, Wu zu sein. Hä? Völlig. Völlig daneben. Völlig. Sagst du, aber seid ihr blöd oder was? Habt ihr nicht eurer eigenen Story nicht zugehört? Nur das ist der Preis, den du zahlen musstest, der Wu zu sein. Jetzt warte ich mal schnell 500 Jahre und dann wecke ich die wieder auf. Na, hast ja recht, ein bisschen Schnee liegt hier. Ja, komm, lasst uns einen Schnee mal bauen. Na, 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 na. Ja, Anouk, endlich haben wir das Ziel fast erreicht. Das heißt, wir müssen auf den Berg hochkommen. Genau. Aber es geht ja nicht wegen Schneefall, da müssen wir Schneeketten vorher anlegen. Die haben nie dabei. Hast du halt nicht die Spike-Schlappen drauf, wie ich sie gesagt hatte? Nee. Nordland-Schneekette habe ich zu Hause gelassen. In meinem 1936-Beutel. Was? Wie? Boah! Hier ist Alter! Weiße Schneebretter! So aufpassen, dass die nicht abgehen, lawinenmäßig! Scheiße, Alter! Ey, Mann, ich sag dir! Pickel auf! Ja, ich würde sagen, als erstes nehmen wir meinen Rucksack raus, Leon. Ja, bevor wir euch ausladen. Ja. Ah, so ein Knall. Hat
steckt schon einfach voll ins Auge. Voll! Gestern hat man diesen Helm. Nee, da hört man die Brille. So sieht's aus, die Brille. Das sieht wo hast du denn deins? Helm. Hier unten. Hier ist glaube ich. Boah, die ist doch und einmal hoch. Normal einfach noch auf. Und jetzt erst fahren. Bleib mal hier hinten. Bleib mal hier hinten. Also, dass du von hier sozusagen losfährst. Dass man sozusagen erstmal ein paar Meter darauf zurollen kann, bevor es nach unten geht, weißt du? Oder willst du schieben? Oder so. Jau! Kamera läuft! Perfekt! Jetzt kommt gleich wieder der Baumstamm, wo du auf deine Pedalstellung achten musst. Das habe ich immer noch. Perfekto! Fahren wir hier einfach rüber. Ja? Juhu! Vorsicht, dein linker Fuß steht ein bisschen weit ab. Ja, mehr Anlauf beim nächsten Mal. Jetzt kommt gleich wieder der Baumsturm. Wo denn?
Genau, das sah gut aus. So, und eigentlich hättest du davon aus, ohne zu bremsen, pedalen lassen können und direkt im Stehen weiterrollen. Nee. Traust dich mal nicht? Aber ist auch nicht so schlimm. Vielleicht kommt es irgendwann mit hinterher. Aber eigentlich nur. Wow. Jawoll! Ja, geil! Guck mal, Nuki kommt. Aber guck mal, unsere beiden Aufsetzer. Ja. Ja! Da musst du aufhören zu treten, sondern nur fahren. Das lernst du jetzt gerade. Hast du gesehen? Jetzt hat sie zweimal weniger pedaliert. Ja, geil! Wird immer besser! War das gut? Ja, war gut. Nuki, oder? Spaß gemacht. Und man wird schneller und sicherer. Es muss erstmal Spaß machen. Sicherer und schneller. Na doch, das kommt dann. Das kommt recht schnell. Oder das kommt gar nicht. Aber das merkst du nach dem dritten, vierten Mal. Ja, natürlich. Ja, aber sah auf jeden Fall schon gut aus. Das ist halt nur die Sicherheit. Natürlich, man fühlt sich erstmal komisch am Anfang auf dem Fahrrad. Komplett ungewohnt. Naja, die hat ja keinerlei Fahrerfahrung außer Straße. Ja. Na denn? Darstellung. Komm, los, weiter. Warte, okay. Dude. Pedale auf Viertel. Kreis. Ganz entspannt. Auf Viertel. Try Action. Genau, und jetzt kannst du rintreten. Perfekt. Jetzt kommt gleich wieder der Baumsturm. Wird immer schneller. Stoppst du die Zeit? Ja, ja. Ich sehe immer so Mindestgeschwindigkeit, ein wieder hochgegangen. Ich kann immer die Lapzeit halt gucken, was immer die Durchschnittsgeschwindigkeit von der Runde ist. Meine Kamera kackt nicht so hoch ab. 3,7 Durchschnitt, da vorne dann 3,5. Der andere Baumstamm.
Immer schneller. Na denn? Läuft. Okay, lass rollen. Doch, kannst du, die sind schnell. Wow, schön überzogen. Los jetzt, du. Aber denk dran. Ganz easy. Ich nehme meine Schritte. Genau. Ganz genau. Hau rein. Mit rollen lassen am Ende. Genau. Gib Gas. Aber ihr macht Spaß, das ist schon mal cool. Ich hoffe, das war. Ne? Wir haben schon welche zu Hause zu liegen. Gesittet, ganz gesittet. Sein ganze Zeit hat noch das Rad gedreht, als er aufgekommen hat. Na klar. Jetzt kommt noch die nächsten. Also Leon und Messi, die übertreiben ja wieder. Ich meine, die sind hier gelandet und die landen da hinten, Alter. Yay! Waren die interessiert, dass wir auch hier landen? Woo! Achtung! Zieh! Ja, das ist schön gemacht. Schön gemacht. Schöne Dinge. Ich kann auch springen, bloß bei kleinen Holzsternen. Das sind die Anfänger. Bei denen da. Ja, der war. Der, zeig mal, der. Soll ich den nicht runterspringen? Der. Nee. Okay, liebe Leute, wir sind wieder zu Hause angekommen. Das war ein ganz kurzer Ausflug heute mal in die Müggelberge bei miserablem Wetter. Aber ich muss sagen, Anouk hat sich gut geschlagen und das hat ihr unheimlich Spaß gemacht. Und sie sagt, hat zu mir so gesagt zwischendurch, das macht Spaß. Downhill fahren, die ersten Anfänge, die ersten Schritte halt so perfekt, perfekt genial. Und hat sich echt schon zwei, drei Sachen getraut, wo ich sagte, Anouk, gar nicht so schlecht. Also muss man ehrlich sagen. Ja, das werde ich euch einfach auch zeigen und wollte ich euch mal mit diesem kleinen Video zeigen, dass wir sind noch da. Ja, wir sind noch da. Ich arbeite nur die ganze Zeit eigentlich am Computer tatsächlich. Ich habe sehr, 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 sehr wenig Zeit so nebenbei. Das zeige ich euch und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Grüße an euch, gehen raus und wir sehen uns. Macht's gut, bis dann, ciao, sagt der Tommy.